Bin mal gespannt, ob der da nachher auch noch so abhängt. Ja, dann schicke ich dir mal meine Situation rüber. Das bringt eigentlich gar nichts, aber ist egal. Aber ich habe einen Screenshot gemacht, der X-Tree hat ihn direkt abgespeichert, das läuft. Ja gut, beim nächsten Omsi-Start ist die Situation, glaube ich, eh weg, ne? So. Ja, wie ist denn das? Die Passagiere sind ja auch nicht mehr im Bus, wenn du Omsi neu startest. Da müsste der Bus ja dann auch weg sein. Wobei ich nicht verstehe, wieso die das immer noch nicht geschafft haben, diese Situation zu speichern, dass die Passagiere im Bus nicht mehr sind oder noch sind. Sure. Ich meine zumindest, es wäre so, dass die nicht mehr im Bus sind. Ja, ist auch so. Ist das mittlerweile auch anders? Nee, das ist auch immer noch so, wobei ich aber nicht verstehe. Bernauer Platz. Bernauer Platz, dann weiß ich, wo ich lang muss. Ich weiß ja nicht, man kann ja auch in der Last Situations Datei speichern, dass der Bus dreckig ist oder so. Du kannst das ja speichern, aber ich muss links. Aha, siehst du. Dass der dreckig ist, der hat dann voll die schmutzigen Gedanken. Nee. Hier kommt ein Flachwitz nach dem anderen. Ich glaube, ich nenne das hier, wie nenne ich die Folge? Flachwitz, irgendwas mit Flachwitz, da fällt mir schon mal was ein. Dir fällt schon was ein, übrigens unter dem Bad Kinsau, Version 3, Linie 311, Part Nummer 2. Wir hatten uns in dem Part unterhalten über diese Speichergeschichte, kannst du dich erinnern? Guten Morgen. Da hatte der Austrian Bugfinder übrigens geschrieben, das mit dem Speichern war schon immer da, in OMSI 1 wie in OMSI 2, nur es steht halt erst seit OMSI 2.2 da. Wusstest du das? Ich meine, du warst ja derjenige, der das auch sagt. Ich hab da ja eh keine Ahnung. Wusste ich nicht, aber da stelle ich doch direkt mal eine Frage. Warum muss das jetzt da stehen? Das kümmert doch keine Socke. Das ist wahrscheinlich wegen dieser Quicksave-Funktion, die man da aktivieren und deaktivieren kann. Und wenn das da steht, dann weißt du wahrscheinlich, ob du die aktiviert oder deaktiviert hast. Ja gut, aber wenn es schon immer ging, ist es doch Humbug eigentlich. Tja. Aber die Quicksave-Funktion, die war noch nicht immer da. Konntest du ja, also die Quicksave-Funktion zwar schon, aber... Moment, du konntest doch F2 oder was drücken und konntest speichern. Ich drück mal gerade F2. Nee, irgendeine Taste, ich weiß jetzt nicht, ob es F2 oder was war, aber es gab irgendeine Taste, da konntest du, meine ich, speichern. Cool, ich bin falsch. Ich glaube, irgendeine F-Taste. Also... Ihr könnt es gerne drunter schreiben, wenn es nicht so ist, aber ich bin der festen Überzeugung, da war irgendeine Taste für Speichern. Oder musste man ins Menü und speichern? Irgendwas war da. Ich hab keine Ahnung. Ach, das ist wieder diese tolle Haltestelle, wo man nicht weiß, wo man halten muss, oder? Ja. Doch. Doch, ich hab noch Bild. Was machst du denn? Ja, OMSI ist rausgetappt. Ich hatte gerade schwarzen Bildschirm. Warum tappt OMSI raus? Ich habe keine Ahnung, warum OMSI raustappt. Sind gerade die roten Kästchen von der Bildschirmübertragung weg. Aber du hast noch Übertragung, sagst du? Ich habe einwandfreie Übertragung, ja. Das ist gut. Du fährst noch genauso scheiße wie vorher. Du musst geradeaus. Jetzt denk an die Busampel da vorne. Ich sag's nur nochmal. Erstmal denk ich an die Haltestelle. War nämlich beim letzten Mal schon so, da bist du einfach gefahren. Da rechts ist eine Busampel, rechts, auf der rechten Seite. Ach, ich muss rechts abbiegen. Ja, bitte? Busampel rechts? Ja, jetzt hast du gerade drauf geguckt, jetzt guckst du wieder weg. Hä? Hängt die Ampel da oben in der Luft? Nein, die hängt an der Mauer dran. Okay, das sieht irgendwie seltsam aus. So, ist die jetzt... Ich darf fahren. Ist die jetzt... Sicher? Wow! Ja, ein Außenspiegel. Ich fahre ja eh direkt hier drauf. Ach, das ist Busspur oder ja, was? Ja, ich fahre jetzt hier rechts ab. Das sieht mehr nach Standstreifen aus. Das ist eine Busspur. Das ist eine Juliansche Busspur. Willst du jetzt vielleicht, da träumst du von. Ach ja, genau. Oh Gott. Wo ich gerade mal das so erwähne, ne? Gerade mal so. Ja, gerade mal so. Wir haben ja jetzt den ganzen, wir hatten ja jetzt vor 3 Wochen oder so schon vorproduziert gehabt für Let's Play The Line gehabt ja. Und so. Und gehabt. Inzwischen hat sich ja natürlich etwas geändert bei mir.
Die einen oder anderen haben es vielleicht schon gemerkt. Der Andi, der schmiert ab, aber ist egal. Also, wie ihr schon gesehen habt, ich habe meinen Kanal in J-Attack benannt. Das wird dann auch so bleiben. Der gefällt mir viel besser, der Name. Und da hat er natürlich auch ein neues Scheiße. Natürlich auch ein neues Design bekommen. Mit der Unterstützung von Andi. Einer Designidee von dem Andi. Und da kommt jetzt dann demnächst noch hier unten links die Einblendung am Anfang der Folge und die Endcard und dann kommt da noch ein Intro, aber das kommt alles, nachdem ich das Abi fertig habe. Aber ich wollte schon mal sagen, das Design hat sich geändert. Wir haben wieder den NG-Golf. Der NG-Golf ist back. Oh, guck mal, der gerade weg. Das ist ein Mercedolf war das gerade da. Ein Mercedolf? Das waren doch beide. Ja. Die standen ineinander. Der Mercedes stand im Golf so minimal hinten rein. Ach, minimal. Ja, minimal. Aber wo du gerade sagst, mit deinem Design, da habe ich, glaube ich, noch eine gute Idee gerade. Sie fahren aber schlecht. Ja, erinnere mich mal nach dem Video dran. Okay. Ja. Das wäre vielleicht noch eine Idee. Erinnere dich mal nach dem Video da dran. So. Ja. Das Geile Vorsicht, ist. Du musst lenken. Muss ich das? Ich dachte, ich fahre geradeaus. Mach keinen Quatsch, da kommt wieder einer und dann heulst du wieder. Das ist sowieso verblüffend, dass das jetzt erst ein Unfall war. Du heulst immer, ja? Wie du fährst. Jetzt fahren die mal bald, es ist grün. Oh Gott. Es ist gelb, Andi. Das war noch rot. Hallo? Scheiße. Schieb mal dein Obbel über die Straße, ich würde gern weiterfahren. Ich hatte gerade schon so gehofft. Ja, man hat dich auch minimal nur gehört. Jawohl, jawohl. Der innere Andi, der hat schon gesagt, jawohl, hier mein Champagner auf, der hat schon wieder einen Unfall gebaut, der Idiot, der ist zu doof zu fahren. Ach naja, so ein bisschen Hoffnung darf ich ja wohl auch haben. Ja, die Hoffnung stört ja... Die Hoffnung? Die Hoffnung? Die Hoffnung stört ja zuerst. Die Hoffnung stirbt ja zuletzt. Ne? Die Hoffnung, dass wir hier besser fahren, die ist schon gestorben. Ich glaube, der Julian. Ich bin ein Rabe. Ich bin der Andi und ich bin ein Rabe. Ich glaube ja, der Julian, der kommt aus dem Osten, ne? Nein. Der höft das nämlich. Ich bin geborener Nordrhein-Westfalener. Mensch, oh Gott, ich meine, wenn du jetzt aus dem Osten kämst, fände ich das genauso wenig schlimm. Nee, Was ist das denn? Ich mach das mal. Ja, mach das mal, was willst du sonst machen? Oder? War das jetzt vielleicht eine andere Linie, Kollege? Vielleicht hättest du gerade ausfahren müssen. Sonst könnte ich Kreis fahren. Nee, 187, ist richtig. Ach, du... Oh, da muss ich nachher auch... Oh Gott. Ich glaube, ich nehme doch einen anderen Bus. Nein, du hast die Situation schon erstellt, du hast schon gespeichert. Du weißt doch gar nicht, welchen Bus ich nehmen wollte. Das war ich einfach, das kriegst du gar nicht. Warte mal, was könnte ich denn nehmen? Ich nehme den Mercedes Sprinter. Ja, genau, du nimmst den Mercedes Sprinter. Und ich nehme den nächsten Fahrrad. Kommen sie alle auf den Gepäckträger. Julian. Sonnenfeld. Erinnerst du dich noch an den? Ich krieg die Flasche gerade nicht. Hallo. Boah, wenn Flaschen... Kennst du solche Flaschen, wo man versucht, irgendwie einen Deckel drauf zu kriegen? Das geht nicht? Ich kenn viele Flaschen, ich red gerade mehr danach. Nee, ich kenn so Flaschen, wo du den Deckel absolut nicht drauf kriegst. Das hasse ich. Wie die Pest. Ich kenne auch solche Dinger. Kennst du das, wenn du dann meinst, du hättest den Deckel draufgeschraubt, aber doch nicht so wirklich und dann kippt dir die aus Versehen um und dann läuft der ganze Schwachsinn aus? Ach, ist er jetzt beleidigt, weil ich ihn als Flasche bezeichnet habe? Das ist ja wohl die Höhe! Ha 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 ha!
Ich hätte mich jetzt auch stark gewundert, wenn du jetzt gesagt hättest, ey, du hast mich jetzt als Flasche beleidigt, das geht mal gar nicht, weil, ne? Was meinst du, was ich die Tage gerade so einen Schreck bekommen hab? Oh, guck an. Oh Gott. Diesmal, ja, gut, diesmal ist der Pfeil aber auch richtig. Diesmal sieht man das auf. Wenn du aus einer anderen Richtung kommst, nicht von gerade aus. Ja, diesmal. Ich komme da eh nicht lang. Du kommst da jetzt lang. Du kommst da aus einer anderen Richtung. Ja, eben. Bei mir ist das eh wurscht, weil ich fahre da drüben links, glaube ich, lang. Ich habe mich ja die Tage, pass hier auf, die kommen von hinten recht schnell an, glaube ich. Ich habe mich die Tage gerade so zum Thema Flasche und offen doch auch irgendwie ziemlich stark erschrecken müssen. Ich setze mich so aufs Sofa und sehe neben mir eine Cola-Flasche liegen, ja. Unser Sofa, ich weiß jetzt nicht, vielleicht mittlerweile ein Dreivierteljahr alt, also wirklich noch nicht alt. Und denke, ach, wieder mal die Flasche am Sofa, pack da hin und hab plötzlich den Deckel in der Hand. In der Flasche war noch was drin. Oh, Gott sei Dank nicht mehr viel. Ich weiß nicht, was meine Frau da wieder gemacht hat, ja. Ach. Was die Frau ja, nee, ich trinke keine Cola. Hä? Nein. Ich trinke eine Figur und so. Ach du Quatsch. Ich bin generell Wasser, Apfelschorle, Milch, Kaffeetrinker. Und Tee, teilweise. Scheitee, weißt ja. Ja, Scheitee. Sonst trinke ich eigentlich gar nichts großartig. Okay. Ich trinke auch. Also wenn mal was neben mir steht, dann ist das höchstens mal eine Apfelschorle. Sonst eigentlich eher Wasser. Und Bier schmeckt mir sowieso nicht. Oh ja, Bier, da hast du aber verpasst, du. Bäh! Bäh! Also ein schönes... Ja, was trinke ich denn gerne? So ein Grapefruit-Mix oder so ein Pilz oder so ein Weizen oder so. Lecker. Mein Gott, ist ja ekelhaft. Also das Einzige, was du mir nochmal geben kannst, ist ein Radler, aber das war's dann auch schon. Radler geht klar. Nee, aber ich habe mich echt da tierisch erschrocken. Ich habe Glück gehabt, dass die Flasche nicht noch irgendwie schräger lag, weil sonst hätten wir wirklich einen schönen Fleck gehabt. Naja. Das nur mal so als kleine Anekdote aus Andis Leben. Naja. Nächste Woche, dann in der nächsten Folge, hört ihr die Anekdote von dem Frosch in der Badewanne. Nein, egal. Quatsch, kümmert sich die Katze drum. Alles gut. Ach ja, das war ja die Map mit diesem Tunnel, den habe ich schon wieder verdrängt. Wobei ich muss ja sagen, diesen Tunnel finde ich doch irgendwie ein bisschen eintönig, oder? Wieso? Alles so grau. Ja, das so ist trist. Haben Tunnel so an sich. Ja, aber das ist ja schon alles so so Tristan, oh, ja? Oh. Guten Morgen. Heute ist wieder mal der Tag der Sprachwitze. Los, mach weiter jetzt. Ich habe noch Termine. Einmal mit professionellen Menschen zusammen. Ich bin selbst nicht besser. Professoren? Nee. Ich habe gerade... Das war gerade so ein... Julian will mit Professionellen zusammenarbeiten. Ja, das war gerade so ein Captain Unbrauchbar. Wer kennt ihn nicht? Also du könntest mal gucken, ob du nachher vielleicht nochmal in Ruhe aufhörst. Da gibt's so ein Haus, ja. Da findest du bestimmt ein paar Professionelle. Oh, Alter, Vater. Mega leck. Dir ist schon klar, dass die rechte Seite deine Seite ist, oder? Well, I thought that I'm from Great Britain. Und er redet von professionellen Menschen. Ja, das war so eine Hommage an den Captain Unbrauchbar, Tram Düsseldorf, Julian. Ja, der fährt aber besser wie du. Ja, ne, was? Der hält. Ja. Der fährt genauso wie wir, aber der hält besser an den Haltestellen an. Ja, und der fährt halt besser. Ja, also der fährt professionell. Ist das die 187? Ja. Geradeaus. Cool, ich darf schon wieder halten. Sogar, wo du lang musst. Das ist doch schön. Die wollen alle mit dir, obwohl du so scheiße fährst. Ich meine, das hat doch auch was für sich. Jetzt hat er noch eine große Fresse, ne? Aber gleich, wenn dann der erste enge Kurve kommt, kommt er so. Du Hallo. Weißt doch noch gar nicht, womit ich fahre. Das weiß ich nicht, aber du wirst bitte mit dem Bus fahren, den du dir zuerst ausgesucht hast. Also, wir müssen ja außerdem noch einmal Alheim fahren. Nimmst du bitte Shani noch mit? Guten Morgen. Nimmst du bitte Shani noch mit? Ich hätte gerne Alheim. Nimmst du bitte Janine noch mit? Gott sei Dank standen da nur zwei.
Ein normalen Sammeln. Warte mal. So. Wir müssen ja eigentlich noch die letzte Linie in Alheim fahren. Ja. Ja, aus dem einfachen Grunde, ich habe ja noch einen Buswunsch zu erfüllen, fällt mir gerade ein. Ach ja, genau. Na? Von dem Bahn Hannover, ist das richtig? Bus Hannover? Bahn Hannover, ja. Der Bahn Hannover weiß, welcher Bus das ist, alle anderen müssen so lange warten. Ja. Ja. Ich verrate jetzt auch nichts. Aber schon alleine deswegen werden wir wohl nochmal Alheim fahren. Ja. Das hätte ich jetzt, oh Gott, das hätte ich fast verpinnt. Oh Gott, ich glaube, mit dem Bus wird es auch schlimm. Ist halt ein Lenkbus, ne? Ja, wobei, ich weiß gar nicht, ob der auch so... Naja, egal. Wir werden's sehen. Wobei, du kommst jetzt mit dem Gelenkbus eigentlich auch relativ gut durch noch. Ja. Wenn man mal jetzt von dem einen Unfall und deinem Fahrstil absieht. Du, ich werde gleich so viel rumflamen, das wirst dich glauben. Das vergisst du schon wieder. Ja, genau. Das vergisst du schon wieder. Bis ich fahre da, bist du schon wieder hier. Ja. Ich vergesse einen Ried, vergesse ich. Aber hier die Haltestellen sind hier teilweise wirklich in einer extrem, ja, kurzen Distanz teilweise, habe ich so das Gefühl. Das geht klar, also. Ja, geht. Teilweise. Teilweise, ja, teilweise. Oh Gott. Ich lasse ihn gerade nur rollen, also du kannst dich nicht beschweren, ja. Mir wird trotzdem schwindelig hier hinten. Das Schöne ist, du hast gerade mit deiner Beschwerde aufgehört und dann fangen die hier an. Yes, ich habe schon mal eingestimmt. Warum zeigt der Pfeil nach links? Achso, ich hier jetzt lang muss. Du musst jetzt da... Oh, jetzt wird's eng. Oh, jetzt nimmt er wieder die halben Autos mit. Die halben? Nee. Ja, die Hälfte der Autos, die da stehen. Sind ja dann halbe. Sag mal, hallo. Warum fährst du denn 2 Kilometer weiter? Weil ich dachte, die können auch mal ein bisschen laufen, ja. Hier können sie noch ein bisschen mehr Kalorien abbauen. Das sollten wir mit Manni mal machen, den sollst du neben dem Bus herrennen lassen. Das schafft er ja gar nicht. Außerdem rennt der nicht, der stapft höchstens. Der stapft und meckert. Das ist aber sehr eng hier. Da darfst du gleich auch noch raus. Guck mal, da. Ja. Da links darfst du lang. Da darf ich auch noch raus? Ja. Ich muss auch raus, ich muss ja an meinen Bus rein. Ja, Mensch, wieder einen veräppelt, wenn man hier so gerade heute so ein bisschen Brain AFK ist da. Also bist du irgendwie ständig. Das stimmt gar nicht. Hä, was ist denn? Das ist wieder eine Logik, da vorne zeigt der Pfeil geradeaus. Du sollst in das Gebäude fahren, ja? Ja, aber mit voll Karacho, weil sonst macht das keinen Spaß. Warum ging dein Bus gerade so vorne hoch? Nee, weil ich mich so ein bisschen zurückgelehnt habe. Ach so, ich dachte gerade schon, das wäre der Ubino-Effekt vom Hauptbahn. Aber das ist irgendwie gerade komisch. Warum zeigt da ein Pfeil nach rechts? Hä? Ach, für Autos. Zeigt der Pfeil, ja. Weil das geht nämlich jetzt... Keine Ahnung. Ja, da rein, da. Ich kenne leider... Ja, genau. Die Straßenverkehrsordnung nicht, gell? Das ist so nicht so auswendig jetzt. Ich hab keine Wenn da so ein Pfeil ist, ja, darfst du, glaube ich, auch fahren, wenn keiner von der Seite kommt. Echt wenn jetzt? Ich mich nicht täusche. Ja. Ich meine es. Also, ich kenne den Pfeil jetzt nicht so, aber ich vermute, das soll der gleiche sein. Hat der Andi gesagt, mache ich jetzt demnächst immer. Und wenn das einen Unfall gibt, dann ist Andi schuld. Ja, also bei uns ist das jetzt neuerdings in der Stadt auch so. Wenn da kleine grüne Pfeile hängen, die nach rechts oder links zeigen, darf man dann um die Kurve fahren, auch wenn die Ampel rot ist, sofern kein Auto kommt. Okay. Das ist jetzt irgendwie auch so eine neue Regelung, also zumindest bei uns hier. Der Schritt vorm Kreisverkehr. Hä? Ja, die sind jetzt gerne mal dran, dass die Kreuzungen durch Kreisverkehre austauschen, weil ein Kreisverkehr ein kleineres Verkehrsrisiko darstellt. Also ein kleineres Unfallrisiko, sag ich mal. Ja gut, es wird nur schwierig, wenn du nicht mehr in den Kreisverkehr reinkommst, weil zu viel Verkehr da ist. Ja, die Busse, die fahren halt immer drüber, ne? In der Mitte. Es kommt drauf an. Also bei uns habe ich jetzt noch keinen Fahrer gehabt, der irgendeinen Kreisverkehr mitgenommen hätte. Ja, nee, nur wir haben zum Teil, haben wir so Straßen, da sind dann so kleine Kreisverkehre, da können die einfach nicht drumrum, da fahren die einfach in der Mitte drüber. Die sind dann aber schön. Ja, die sind dann aber auch so ausgelegt, also da ist dann in der Mitte... Wer, die Busse oder die Kreisverkehr? Die Busse.
Die sind ja so aus, die haben dann so Geländereifen, weißt du? So richtig fette Monster-Truck-Dinger. Die, was fährt bei euch? Die SWK, ne? Ja. Die SWK bestellt generell nur noch C2s Kreisverkehr Edition. Ja, klar. Kreisverkehr Edition, aber mit, extra hoch gestüppt. Extra hoch. Und mit dieser neuen Solaris Urbino-Technik, dass man ab und zu mal den Nachläufer hochpumpen kann. Damit man dann... Was? Laberst du jetzt gerade? Dass ich wollte jetzt gerade auf das Dings vom Hauptbahnhof anspielen. Dass man den Nachläufer der war jetzt extrem flach. So, den hätte ich jetzt also nicht mal verstanden. Hochpumpen kann, dann biegt sich das Gelenk so hoch und dann kannst du in den Motor reingucken. Ich dachte jetzt gerade, du meinst das ernst. Nein. Ich habe mit der Kreisverkehr Edition extra hochgepumpt, haben wir angefangen. Was meinst du? Sag mal, was ist denn das da vorne? Ist das eine Pyramide? Nee. Nee, eine Scheune. Was ist denn das? Hä? So eine große Scheune? Oh. Ich dachte gerade, wir wären hier in Ägypten. Das ist ja gut, das kann aber auch die Bildschirmübertragung sein. Ach so, die Bildschirmübertragung macht Alheim zu Ägypten. Das ist cool. Net to know. Ja, gut. Ich habe jetzt noch aufs Kamel gewartet, was da läuft. Jo. Die Scheune ist, also die wirkt trotzdem sehr groß. Ja, ist halt ein großes Bauernhof, ne? Ein großes Bauernhof. Ein großer Bauernhof ist das natürlich. So, jetzt guck um Himmels Willen. Hab ich schon. Nicht in den Spiegel. Doch, hab ich tatsächlich. Ja, so schnell wie du da reinguckst, da kannst du ja gar nicht wahrnehmen, ob da was kommt. Kannst du eh nicht. Ja, wenn du noch ein bisschen wartest, wird das nichts mehr, dann brettert dir irgendwas rein, weil die Ampel schon gerade orange wurde. Oh Gott. Alter, Vater, ist das eng. Das ist eng, Andi. Du kannst dich schon mal freuen. Egal, was du meinst. Meinst du wirklich, dass Alter schon Vater ist? Ich frag ja nur mal so, weil du das gerade so... Nee. Alles gut. Mist. Alles gut. Mist. Es war zwar jetzt nicht ganz regelkonform, aber, ne, nicht schön, aber selten. Man darf ja noch träumen, wir sind übrigens da. Das mit dem Alter, Vater, ist so ein bisschen, ich sag mal, zu viel Peace mitgeguckt. Ah ja. In den letzten Kennen die auch Alter? Zwei Jahren. Nein. Ja, was hat das dann mit Peace Meet zu tun? Die sagen gerne mal Alter, Vater. 1:12 zu spät. Ja, das ist für deine Verhältnisse aber sehr spät. Und einen Unfall gebaut. Ja. Jetzt steigen die noch aus in einer beispiellosen Geschwindigkeit. Ist aber Lade, ist egal. Also ich mach mal. Ja, ich gehe dann schon mal Bus holen, ne? Tschö. Ja, nee, du bleibst mal hier schön stehen, du. Du bist ja einfach gegangen. Was ein Drecksack. So, jetzt die Tür noch zu. Nee, also, mal wieder, ne? Andis Video findet ihr wie immer oben verlinkt, weil Endcard gibt es noch keine, ne? Sonst wäre Andi in der Endcard verlinkt. Und, ich würde sagen, guckt bei Andis Part vorbei. Lohnt sich auf jeden Fall. Und, ja, ich hoffe, euch gefällt das neue Design, der neue Name und so weiter und so fort. Und, wenn ihr wollt, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüssens!